Wir wollen zu Beginn noch einmal die griechischen Buchstaben wiederholen, weil wir den griechischen Kleinbuchstaben Winkel bezeichnet werden. Fangen wir also an mit einem kleinen Alpha. Dann ein Beta, sieht aus wie ein scharfes S. Dann das Gamma. Als nächstes folgt ein Delta. Und als fünftes das Epsilon. So, jetzt würde ich sagen, hättet ihr einige Minuten Zeit, um auf dem Blockblatt vielleicht einfach mal die kleinen Buchstaben zu üben. Und erst wenn ihr sicher seid, dass ihr euch da wieder erinnert, wie man die schreibt, dann lasst ihr bitte das Video weiterlaufen. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Anton hat Geburtstag. Er hat Bertha, Cem und Danny eingeladen. Und es gibt Geburtstagstorte. Allerdings ist da irgendein Fehler passiert. Es sind zwar vier Stücke entstanden, ein Stück für Anton, ein Stück für Bertha, eins für Cem und eins für Dani. Und die Schnitte, die man hier sieht durch die schwarzen Linien, die sind auch sauber durch die Mitte erfolgt. Also hier in Rot ist der Mittelpunkt. Aber die vier Teile sind eben nicht gleich groß. Aber man kann schon etwas über die Größe der vier Stücke sagen. Haltet mal das Video wieder an und überlegt einen Moment, ob ihr über die Größe dieser vier Stücke trotzdem etwas sagen könnt. Zwei Dinge könnten euch aufgefallen sein. Zum einen sind die beiden Tortenstücke gleich groß, wenn sie einander gegenüberliegen. Wir machen die beiden zum Beispiel mal blau. Hier sind die beiden. Das könnten jetzt aber auch die anderen beiden von Danny und Beta sein. Die habe ich jetzt einfach nur nicht eingefärbt. Also wenn sie sich gegenüberliegen, dann sind sie gleich groß. Zwei Tortenstücke, die jetzt nebeneinander liegen, nehmen wir zum Beispiel mal das jetzt von Anton. Das mache ich jetzt grün. Und noch das von Bertha. Mache ich auch grün. Wenn jetzt zwei Tortenstücke nebeneinander liegen, dann ergeben sie zusammen einen Halbkreis. Wenn also zwei Tortenstücke nebeneinander liegen, dann bilden diese beiden einen Halbkreis. Das gilt übrigens jetzt nicht nur für Anton und Bertha, das gilt zum Beispiel auch für Anton und Danny. Die würden auch einen Halbkreis bilden. Oder für Danny und Cem. Das ist das, was jetzt nicht grün ist. Die würden auch einen Halbkreis bilden und so weiter. Diese beiden Erkenntnisse, einmal die blaue und einmal die grüne, die wollen wir jetzt etwas mathematischer formulieren. Dazu habe ich jetzt hier zwei Geraden gezeichnet. Einmal die Gerade G und einmal die Gerade H. Und die beiden sollen jetzt die Schnitte darstellen durch diese Torte. Die beiden Geraden treffen sich in der Mitte in einem Punkt, dem sogenannten Scheitelpunkt. Der ist hier rot eingefärbt. Es entstehen dadurch vier verschiedene Winkel. Einmal der Winkel Alpha, das entspricht dem Tortenstück Antons. Dann der Winkel Beta, das entspricht dem Tortenstück Berthas. Dann der Winkel Gamma, das wäre das Tortenstück von Cem. Und noch der Winkel Delta, das wäre das Tortenstück von Danny. Die Winkel, die sich gegenüberliegen,
wir blau, zum Beispiel Alpha und Gamma. Die heißen Scheitelwinkel. Das sind die beiden Scheitelwinkel. Und diese beiden Scheitelwinkel sind gleich groß. Immer. Beta und Delta sind auch zueinander Scheitelwinkel und die sind auch gleich groß. Zwei Winkel, die nebeneinander liegen, zum Beispiel der Winkel Beta und der Winkel Alpha, heißen Nebenwinkel. Das sind nicht die einzigen Nebenwinkel, zum Beispiel ist Alpha noch Nebenwinkel zu Delta. Delta und Gamma sind auch zwei Nebenwinkel zueinander und Beta und Gamma sind auch zueinander Nebenwinkel. Und diese beiden Nebenwinkel ergeben zusammen immer 180 Grad. Die bilden einen Halbkreis, das haben wir oben geschrieben. Also die Summe zweier Nebenwinkel beträgt 180 Grad. Wenn wir jetzt noch einmal zusammenfassen, bei einer solchen geraden Kreuzung, die sich am Scheitelpunkt treffen, gilt, dass zwei gegenüberliegende Winkel, sogenannte Scheitelwinkel, immer gleich groß sind und zwei nebeneinander liegende Winkel, sogenannte Nebenwinkel, zusammen immer 180 Grad ergeben. Jetzt wollen wir gemeinsam mal eine Übung machen. Ich habe hier wieder eine geraden Kreuzung mit dem Scheitelpunkt in der Mitte und hier soll jetzt ein Winkel sein, nämlich der Winkel Alpha. Und ich gebe jetzt vor, dass der Winkel Alpha 30 Grad wäre. Meine Frage: Wie groß sind jetzt alle anderen drei Winkel? Dazu würde ich jetzt wieder vorschlagen, dass ihr das Video anhaltet und selber überlegt, wie groß die anderen Winkel sind. Und dann geht es gleich weiter. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Die Reihenfolge ist egal. Ich fange jetzt mal an mit dem Winkel, der gegenüber von Alpha liegt. Dieser hier. Da er gegenüber liegt, ist er ein sogenannter Scheitelwinkel und genauso groß wie Alpha. Also muss er auch 30 Grad groß sein. Jetzt fehlen uns noch zwei Winkel. Aber diese beiden Winkel, die liegen alle neben Alpha. Das sind also sogenannte Nebenwinkel zu Alpha. Fangen wir mit dem oberen an. Der ergänzt sich mit Alpha zu 180 Grad. Dieser grüne Winkel und Alpha müssen zusammen 180 Grad ergeben. Da Alpha schon 30 Grad sind, bleiben noch 150 Grad übrig. Weil 150 Grad plus 30 Grad dann 180 Grad ergibt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten weiterzumachen. Man kann entweder noch einmal vom Nebenwinkel sprechen und kann sagen, auch dieser grüne untere Winkel ergänzt sich mit Alpha zu 180 Grad, muss also 150 Grad sein. Man kann aber auch sagen, dieser untere grüne Winkel ist der Scheitelwinkel zum oberen grünen Winkel und muss deshalb gleich groß sein, also auch 150 Grad. Man könnte jetzt auch über den blauen Winkel argumentieren. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, die alle zum Ziel führen. Auf jeden Fall kommen diese beiden Werte raus. Der blaue Winkel sind 30 Grad und die anderen beiden Winkel sind 150 Grad. Das war's jetzt auch schon. Geschafft, das Video ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.